das Thema dieses Tages, dieses Gottesdienstes und auch vor allem des Seminars am Nachmittag. Und wir freuen uns, dass wir Dr. Johannes Hartl begrüßen dürfen heute hier bei uns. Herzlich willkommen, schön, dass du da bist, und ich darf dich nach vorne bitten. Eine ausführliche Vorstellung, die kann ich mir sparen. Du bist kein Unbekannter, du bist Buchautor, du bist Redner, du kommst viel rum in Deutschland und du bist jemand, der letztendlich mit seinem Dienst für das Thema steht, was Gott dir auch aufs Herz gelegt hat, der am Ende steht und fällt mit dem, was du auf dem Herzen hast. Und das ist das Gebet. Du hast zusammen mit deiner Frau Jutta das Gebetshaus gegründet in Augsburg, in dem seit über 5 Jahren ununterbrochen Tag und Nacht gebetet wird. Etwas Wundervolles. Ja, Gott wird angebetet, Tag und Nacht. Ja. Ein Satz, der mich fasziniert hat auf die Frage, warum? Warum muss man sowas machen? Ja, ist einfach der Satz, Jesus ist es wert, Tag und Nacht angebetet zu werden. Was ist es denn sonst wert, dass du dich Tag und Nacht darum drehst? Es gibt nur für uns als Christen, wir haben das erkannt, es ist Jesus Christus, es ist der dreieine Gott. Und du stehst eben für dieses Gebet, und das Gebet etwas Schönes, etwas Kraftvolles ist, etwas Veränderndes. Und wir freuen uns auf die Impulse, die du uns geben wirst, und wir vertrauen darauf, dass Gott durch dich reden wird. Und ich möchte ein kurzes Segensgebet sprechen für dich und für uns, die wir zuhören. Wir beten noch einmal. Herr Jesus Christus, wir danken dir für diesen Tag. Wir danken dir dafür, dass wir Menschen sind, die von deinem Wort her leben, und dass dein Wort uns auch immer gesagt wird durch Menschen, die du beauftragst. Vielen Dank für Johannes, dass er diesen Dienst angenommen hat, dass er zu uns sprechen wird. Und wir beten für ihn um deinen Geist und deine Führung, um deinen Segen. Und wir beten für uns. Zeig uns dein königliches Walten. Bring alle Angst, alle Ablenkung, allen Zweifel selbst zur Ruhe. Du wirst allein ganz recht behalten. Drum mach uns still und rede du. Amen. Amen. Vielen, vielen Dank. Ich freue mich sehr, heute bei euch zu sein. Ich muss gestehen, es muss unter uns bleiben, es ist ein bisschen persönlich, ja? Nicht weiter zu. Ich muss gestehen, dass Frankfurt für mich immer ein bisschen eine persönliche, besondere Stadt bleiben wird, weil meine Frau und ich sind seit über 20 Jahren ein Paar. Aber wisst ihr, wo wir uns zum ersten Mal geküsst haben? Ja, also nicht hier in diesem Stadtteil, weil sonst wären wir nie zusammengekommen, weil keiner von uns hätte einen Parkplatz gefunden. Es war eine viel romantischere Gegend, und es war ganz in der Nähe vom Frankfurter Hauptbahnhof, ja, der ja berühmt ist für seine Fähigkeit, Herz zu Herz zusammenzubringen. Tatsächlich haben wir uns dort zum ersten Mal geküsst. Wir haben uns da in der Mitte getroffen, weil ich bin mehr aus dem Süden und meine Frau mehr aus dem Norden. Und so freue ich mich heute hier in Frankfurt zu sein. Und wirklich, ich freue mich ja total, über das Thema Gebet zu euch zu sprechen. Ich muss ehrlich sagen, ihr seid bestimmt die totalen Gebetsprofis. Jetzt Allianzwoche, was ihr alle schon gebetet habt, die Woche, das ist ja unglaublich. Also ich komme ja mittlerweile auch aus diesem Hintergrund, ja, Gebetshaus, Tag und Nacht Gebet. Wir beten ja insgesamt seit über 10 Jahren schon, und seit 6,5 Jahren haben wir nicht mehr aufgehört. Also nachts um 3, wenn man reinkommt, morgens um 9, nachmittags um 4, abends um 11, harrt dann nicht einer aus, sondern in der Regel eine ganze Gruppe von Leuten, 20 oder 30 Leute, und beten dort Jesus an. Und es ist wunderbar, aber hättest du mir das vor einigen Jahren erzählt, als ich ein Teenager war, dass ich mal ein Gebetshaus leiten würde, oder dass ich freiwillig mehrere Stunden beten würde, ich hätte das nie geglaubt. Also ich weiß nicht, wer mich da verstehen kann, aber für mich war Gebet früher entsetzlich. Ich habe es gehasst. Und zwar nicht, weil ich nicht ein guter Christ sein wollte, sondern einfach nur, ich war so ein Teenager und ein bisschen rebellisch, nicht sehr rebellisch. Aber schau, wenn du ein Teenager bist, das Problem ist, naja, wohin zieht's dich? Das, was mir Spaß gemacht hat,
das ist das, was meine Eltern gesagt haben, das ist Sünde. Das waren die Sachen, die ich gut fand. Und dann Kirche und alles. Ich mache ein Beispiel, wie ich das fand. Ich mache ein Beispiel. Ich war Teil von einer Jugendgruppe. Die war nicht so christlich, das war mehr so Lagerfeuer und Fußballspielen und Bier und Mädchen, so diese Art. Ja, pfadfindermäßig, aber nur, dass wir den Pfad nie fanden. Ich war mehr so, ja, im Prozess und so. Und dann gab es aber einmal im Jahr auch ein bisschen sowas Ähnliches wie so eine Gebetswoche, so ein Jahr, besonderes Jahresfest. Und anlässlich dessen gab es eine Bannerwache in einer Kirche. Weil das, wie gesagt, das war ein bisschen so Pfadfinderromantik und so Bannerwache. Und meine Gruppe war eine Stunde eingeteilt, um in einer Kirche, so einer dunklen alten Kirche, zu bannerwachen. Jetzt wusste ich aber gar nicht, wie man Banner wacht. Ich bannerwachte damals selten. Sie haben auch nicht gesagt, was jetzt da zu tun sei. Und so saßen wir da eine Stunde in dieser Kirche und ich habe mir gedacht, ich brauche einen Plan, wie ich diese Stunde Bannerwache, ich überlege gerade, wie die armen Übersetzer jetzt versuchen, Bannerwache zu, ist egal. Ja, und ich dachte mir, ich brauche einen Plan, wie ich diese Stunde überstehe. Und so habe ich mir gedacht, ich könnte ja mal versuchen, wirklich fromm zu sein und eine Stunde lang zu beten. So, sich mit Gott nicht zu verscherzen, kann ja hilfreich sein. Ich hab schon manchmal gebetet, klassischerweise vor Mathe-Schulaufgaben. Ja, ich war ganz schlecht in Mathe. Wer war auch schlecht in Mathe von euch? Ja. Gut, bei den anderen war es Deutsch, ne? Ja. Bei mir war es Mathe. Es hat bei mir immer so geklungen wie, also du Mathe-Schulaufgabe, du sitzt da drin, dann steht sowas wie, ja, keine Ahnung, zwei Kamele wandern nachts um drei durch die Wüste. Wie viel wiegt der Sand, wenn es 12 Grad hat? Ja. So hat sich das für mich immer angehört. Und Not lehrt beten, ja, also so habe ich schon manchmal gebetet und ich habe mir gedacht, also ich könnte ja diese eine Stunde nutzen, um mit Gott wieder so ein bisschen, ne, in Kontakt zu kommen. Und so dachte ich mir, ich könnte diese Stunde vierteilen, ich könnte eine Viertelstunde Gott danken. Das schien mir das Höflichere, damit mal zu beginnen, erstmal beim Positiven beginnen. Dann könnte ich eine Viertelstunde bitten und dann könnte ich eine Viertelstunde preisen. Wusste nicht genau, was das ist, aber ich habe mir gedacht, irgendwie irgendwas wird mir schon einfallen zum Preisen. Und dann dachte ich mir, die letzte Viertelstunde, die wird dann schon irgendwie vergehen. Ja? Und so habe ich angefangen zu danken. Ich habe auf die Uhr geschaut, es war 20:00 Uhr, angefangen zu danken. Und ich habe gedankt, für was man halt dankt. Für meine Gesundheit, für meine Freunde, dass wir in einem guten, sicheren Land leben. Und war ich fertig mit allem, wofür ich dankbar war. Und habe ich geschaut, wie ich zeitlich so unterwegs war. Und dann war es 20:00 Uhr und 40 Sekunden. Ich war aber mit allem schon durch. Also habe ich nochmal eine zweite Kurve genommen und habe ausführlicher gedankt. Zum Beispiel nicht nur meine Freunde im Kollektiv, sondern ich habe die Einzelnen benannt. Ne? Ja, einfach um Strecke zu machen. Und dann nicht nur praktisch für meine Gesundheit, sondern ich habe die einzelnen gesunden Körperglieder erwähnt. Ja, und schließlich, auch so habe ich gemerkt, irgendwie, mir fällt schon nichts mehr ein, dann hatte ich irgendwann mal gehört, danket für alles. Habe ich mir gedacht, okay, ich danke für alles. Dann habe ich mich in der Kirche umgesehen, habe angefangen, für alles zu danken, was ich sehe. Für Fenster, für irgendwelche Fliesen und für... Und dann wirklich da vorne, eine alte Kirche, standen so große Lüster, solche Leuchter standen auf dem Altar. Und ich habe mich bei Gott für jeden Leuchter einzeln bedankt. Es waren 8 an der Zahl. Und als ich mit dem 8. Leuchter fertig war, habe ich wieder auf die Uhr geschaut und da war es 20:02 Uhr. Und ich habe gedacht, ich werde wahnsinnig hier dran. Und wenn ich rückblicke, was sich seither verändert hat, dass ich heute Gebet liebe, dass ich es heute wunderbar finde, wenn du mir erlaubst, einen Vormittag im Gebetsraum zu verbringen, weil ich Zeit dafür habe, dann hat sich nicht verändert, dass ich jetzt frommer geworden bin oder dass mir jemand einen Vortrag gehalten hat über die Bedeutung des Gebetes, gute Christen beten. Das hatte ich vorher alles schon gehört. Aber weißt du, was mein tiefstes Problem war? Mein tiefstes Problem war, ich war gelangweilt von Gott. Ich hätte mir das nicht so eingestanden, aber Gott hat mich gelangweilt.
Und ich habe den Verdacht, der sich über die Jahre hinweg erhärtet und eigentlich ein schlimmer Verdacht ist, aber viele von uns, viele Christen, sind im Letzten von Gott gelangweilt. Und deswegen flüchten wir uns lieber in all das, was wir tun, in tausend Aktivitäten, auch in fromme Aktivitäten. Weil wenn wir ehrlich sind, wenn wir tief in uns reinschauen, wenn wir wirklich einfach Zeit mit Gott verbringen sollten, dann würden wir uns fragen, was ist denn dann? Ich fand es langweilig. Und ich möchte euch heute mitnehmen zu dem, was Paulus sagt, erstens, wie Gott ist und zweitens, was Paulus sagt, was das Grundproblem von uns Menschen ist. Wenn du willst, kannst du am Schluss auch sagen, das war eine Predigt über Gebet. Aber im Letzten geht es beim Gebet um eine viel fundamentalere Frage. Und die Frage lautet, wie ist Gott? Weil wenn das klar ist, dann ist dir auch klar, ob du Zeit mit ihm verbringen möchtest oder nicht. Aber weißt du, wenn das nicht klar ist, wenn mich jemand einlädt, Johannes, ich würde gern 2 Stunden Zeit jeden Tag mit dir verbringen, ja, will ich doch erstmal wissen, wie ist der drauf? Es kann ja sein, dass es jemand ist, der total langweilig ist oder jemand, der ständig nur von sich selber redet oder jemand, den ich gar nicht kenne. Und deswegen möchte ich euch einladen, über eine so simple und grundsätzliche Frage nachzudenken. Nämlich die, wie ist Gott? Und ich tue das anhand von einer Bibelstelle, die man sich leicht merken kann. 1. Timotheus 1,11. Wir machen das heute total oldschool, jetzt ohne so Bibelstellen werden anprojiziert. Wir machen das mit diesen alten Analogbibeln. Ich weiß nicht, wer von euch die noch hat. Die sind super, weil deren Akku ist nie leer. Ja, die kann man auch ganz ohne Strom bedienen und diese Seiten laden auch sofort. Das ist der Hammer. Wenn man umblättert, sofort da der Text. Also wenn du so eine dabei hast, hol die mal raus. Wer hat noch eine Analogbibel dabei? Oh, 5. Das ist gut. Wir aber alle anderen, ihr müsst mir glauben, was ich euch vorlese. Ja? Paulus spricht über sein Evangelium, also über das Evangelium, das er verkündet. Und er schreibt folgenden Satz. So lehrt das Evangelium von der Herrlichkeit des seligen Gottes. Nochmal. 1. Timotheus 1,11. Paulus sagt, ich verkünde das Evangelium, also die gute Nachricht, das Evangelium von der Herrlichkeit des seligen Gottes. Erstmal. Paulus sagt, Mittelpunkt meiner Botschaft, Mittelpunkt meines Evangeliums ist die Frage, wie ist Gott? Also, er sagt nicht, ich verkünde das Evangelium von der Notwendigkeit, ein guter Mensch zu sein. Er sagt nicht, ich verkünde das Evangelium von der Nächstenliebe. Er sagt nicht, ich verkünde das Evangelium von lass uns besser auf die Natur aufpassen, dass das Klima nicht verpestet wird. All das sind Themen, die wichtig sind, aber es ist nicht das Hauptthema. Es ist bei weitem nicht das Hauptthema. Paulus sagt, mein Evangelium ist das Evangelium von der Herrlichkeit des seligen Gottes. Das heißt, Paulus sagt, Mittelpunkt meines Evangeliums ist, wie ist Gott? Ihr Lieben, jeder Mensch auf der ganzen Erde hat eine tiefe und letzte Frage. Die nennt er vielleicht nicht so. Die Leute laufen nicht rum und grübeln, oh, wie ist Gott? Aber sie haben eine letzte Frage. Was ist der Grund von allem? Was ist die Pointe vom Leben? Worum geht's? Was ist die letzte Wahrheit? Gibt es da in dem Universum draußen irgendwas oder sind wir einfach nur eine Explosion? Und diese Frage entscheidet alle anderen Fragen. Bevor du dich entscheidest, welchen Beruf du ergreifst, was du gut, was du falsch findest, was du wahr oder falsch hältst über die Welt, ist eine Grundfrage im Herzen jedes Menschen. Und das ist die, was ist es da oben? Gibt es da was? Und wenn ja, wie ist es? Wie ist Gott? Und Paulus ruft es raus und sagt, das Evangelium, das ich verkündige, ist eins von der Herrlichkeit des seligen Gottes. Ihr Lieben, ich habe manchmal das Gefühl, ich komme ja viel rum in christlichen Kirchen
Und ich habe manchmal das Gefühl, Gott ist das am meisten vernachlässigte Thema in der Kirche. Denn ich höre Predigten über alles Mögliche. Über die Notwendigkeit von Freundschaften und über Treue und Verlässlichkeit und über das Miteinander und den Wert der Familie und über die Toleranz. Alles schön und gut, aber für all das brauchst du keinen Erlöser und für all das brauchst du noch nicht Gott. Ihr Lieben, die Mitte des Evangeliums, worum sich alles dreht, worum alles menschliche Leben sich dreht, ist, Gott existiert. Er ist die ultimative Realität. Und Paulus ruft es raus und sagt, ich verkünde das Evangelium von der Herrlichkeit des seligen Gottes. Das heißt, in Antwort zu dieser Frage sagt Paulus zwei Eigenschaften. Er sagt, herrlich, selig. Jetzt das Problem mit herrlich und selig ist, dass beides ein bisschen so kirchendeutsch ist mittlerweile. Sagst ja im Alltag vielleicht nicht so oft, oh, selig, welche Seligkeit. Also lass uns mal übersetzen, was Paulus meint, wenn er herrlich sagt. Zu was in deinem Alltag sagst du, das war aber herrlich? Ruft einfach mal rein, was ist herrlich? Wetter kann herrlich sein, das Essen kann herrlich sein, genau. Die Badewanne, genau. Meine Frau, genau, meine auch übrigens, genau. Und ja, der Urlaub war herrlich und das Abendessen war herrlich und der Ausblick, du steigst auf den Berg hoch und es ist ein Sonnenuntergang und es ist herrlich. Herrlich ist eine Steigerungsform von schön. Also wenn du jemand fragst, war es im Urlaub denn schön? Und er sagt, es war herrlich, sagt er, es war mehr als schön. Und das griechische Wort, das Paulus hier verwendet, bedeutet auch etwa das. Das heißt doxa, das kommt von dem griechischen Verb dokein und das heißt strahlen, leuchten. Also doxa, herrlich, ist etwas, was aus sich selber heraus strahlt. Und das ist die Definition von Schönheit. Du siehst eine schöne Blume und aus dem heraus, wie die ist, die Blume muss sich nicht anstrengen. Die ist schön. Der Sonnenuntergang muss sich nicht anstrengen. Der ist schön. Und du willst automatisch hinschauen. Ich habe zwei Dinge über diese Schönheitssache gelernt. Das erste ist, wo du hinschaust in der Natur, gibt es Schönheit. Warum? Die Fische zum Beispiel, ich bin immer geschnorchelt im Roten Meer. Und es ist ja abartig, also das eine ist ja toll, dass die alle schwimmen. Oder die Vögel, dass die echt fliegen können. Das ist bemerkenswert. Ja, weil, ich meine, wir Menschen, wir bauen auch Flugzeuge, aber die müssen betankt werden und manchmal stürzen die auch ab. Du liest aber nie in der Zeitung von einem Vogelabsturz. So, oh, Vogelmotorschaden, pums, abgestürzt. Nee, die fliegen super. Total effizient. Und die Fische schwimmen. Aber ist dir aufgefallen, dass die Fische nicht nur schwimmen, sondern dass sie sogar schön sind? Weißt du, wenn du da in den Korallenriffs irgendwo bist, du hast diese gelb gepunkteten und schwarz-pink gestreiften und diese halb durchsichtigen mit den großen Augen und diese violetten mit ihren Quasten und allem. Hey, wenn Menschen alle Fische der Welt erschaffen hätten die wahrscheinlich quaderförmig und grau gemacht, dass man sie leicht portionieren kann für Fischstäbchen, ja? Würde auch funktionieren. Weil im Ernst, das ist ja so. Geh mal in den Wald und du siehst eine schöne Waldlichtung und alles ist schön. In der Natur ist alles schön. Hast du mal einen hässlichen Sonnenuntergang gesehen? Na, hast du mal gedacht, ach, der Sonnenuntergang, boah, also echt, der war sowas von ordinär heute. Also total null. Nee, wenn du was Hässliches da draußen siehst, dann hat es wahrscheinlich ein Mensch hingeworfen oder hingebaut. Im Ernst, du siehst eine schöne Waldlichtung und auf einmal siehst du einen hässlichen grauen Trafokasten auf der Waldlichtung. Frage, was von beiden hat Gott hingebaut, die Waldlichtung oder den Trafokasten? Ich sag dir ein Geheimnis, das Schöne von beiden hat Gott gemacht. Menschen machen auch hässliche Sachen. Gott hat alles, was er erschaffen hat, schön gemacht. Selbst
wenn Biologen sagen, das ist nur, dass die Vögelchen mit den Blümchen und so, deswegen sind die Blümchen schön. Aber schau dir mal den Sternenhimmel an, weißt, da kommt ein Vogel vorbei und begattet irgendeinen von den Sternen. Das kannst du vergessen. Und trotzdem sind sie schön. Das heißt, es gibt Schönheit in allem, was Gott gemacht hat, weil er selber schön ist. Ihr Lieben, du kannst nichts geben, was du nicht hast. Ein Autor, der Bücher schreibt, hat in seinem Hirn mehr als in seinen Büchern. Versteht ihr das? Weil nur weil er vorher im Hirn all diese Geschichten hat, kann er sie überhaupt aufschreiben. Gott ist ein Künstler. Und Paulus ruft es raus. Er sagt, ich verkünde das Evangelium von der Doxa, von der Schönheit Gottes. Von der Schönheit Gottes. Das Zweite, was er sagt, ich verkünde das Evangelium von der Schönheit des seligen Gottes. Lass uns kurz überlegen, was denn selig heißt. Was heißt selig? Glücklich. Genau. Selig ist das griechische Wort, das da steht. Selig klingt ja so auch wieder irgendwie poetisch oder kirchendeutsch schick. Paulus verwendet einfach das Wort Makarios und das ist im Griechischen ein normales Wort, das glücklich heißt. Jetzt, ich weiß nicht, ob du die Botschaft schon gehört hast, dass Gott nicht nur die Liebe ist oder dass Gott nicht nur gnädig ist, sondern dass Gott glücklich ist. Gott ist glücklich. Jetzt, verzeiht, wenn es vielleicht ein bisschen banal jetzt aussieht, aber lasst mich das mal hier kurz skizzieren. Ja. Ich behaupte nicht, dass Gott so aussieht. Aber, Frage, ein bisschen was Ernstes ist doch da. Frage, der Gott, zu dem du betest, welchen Gesichtsausdruck hat der? Denn wir Christen sind ja dafür bekannt, dass wir glauben, dass Gott uns liebt. Ja, ich hoffe, du weißt das, dass Gott dich liebt. Du kannst aber jemand lieben mit einem sehr unglücklichen Gesichtsausdruck. Ich liebe dich, mein Kind. Deswegen bin ich auch so wütend auf dich. Ich liebe dich, mein Kind. Dein Leben, schau dein Leben an, das ist furchtbar, dein Leben. Das ist ja nur, weil ich dich liebe, mache ich mir so viele Sorgen. Ja? Wenn du eine Oma oder eine Großtante hast, die dich so liebt, wie gerne rufst du sie an? Ich liebe dich und deswegen muss ich dir erzählen, was du alles falsch machst. Warum hast du diesen Kerl geheiratet? Wenn mein Gott so ist, ja kein Wunder, dass ich nicht beten will, oder? Ich habe echt gedacht, dass damals, als ich in dieser Kirche saß, ich habe schon geglaubt, dass Gott gut ist, aber eher gut im Sinne eines Mathelehrers. Der will ja auch mein Bestes. Aber er mutet mir halt unendlich langweilige Sachen zu. Und ich muss ehrlich sagen, dass dieser Gott gut drauf ist und dass er froh ist. Ich meine, schau dir die Christen an. Oft würde man das ja auch nicht vermuten. Ja, wirklich, manche Christen, wie die rumlaufen, denkt man sich, wen auch immer du anbetest, er muss ganz schön schlecht drauf sein. Ich habe eine fantastische Nachricht für euch. Gott ist überhaupt nicht schlecht drauf. Ja, manche Leute glauben ja sogar, dass Gott tot ist. Ja, sagen, Gott ist tot. Und dann sage ich immer, das kann überhaupt nicht sein, weil ich gerade vorher noch mit ihm geredet habe, da ging es ihm noch total gut. Ja? Jetzt, ich mache natürlich ein bisschen Unsinn, ich mache ein bisschen Flachse, weil die Frage, ob Gott glücklich ist, die reicht sehr tief. Nun, die Bibel sagt, dass Gott allmächtig ist. Alles, was er will, vollbringt er. Es hilft ungemein fürs persönliche Wohlbefinden, wenn man allmächtig ist. Also, ja, das ist toll. Jetzt, aber wir Menschen hadern mit dieser Tatsache, wie soll Gott glücklich sein, wenn die Welt so böse ist? Und je nachdem, wie alt du bist oder in welcher Lebenssituation du bist,
ist dieser Widerstand in dir vielleicht berechtigterweise sehr hoch, dass du sagst, ja super, was für ein naiver Quatsch, ja? Ja, mein Leben ist gerade voller Schmerz oder ich überlebe gerade nur noch. Oder Leute, die ich kenne und ich sehe nichts von diesem Gott ist allmächtig, sondern ich sehe nur Dunkel und Trauer. Jetzt ist die Frage, wie versöhnen wir diese zwei Ebenen, dieses alles, was wir hören, dass Gott glücklich ist, dass er alles schön gemacht hat, dass er allmächtig ist, und dass wir das oft nicht sehen im Alltag. Und ich möchte euch ein kleines Beispiel erzählen. Gott spricht zu mir manchmal durch diese ganz, ganz, ganz simplen Illustrationen im Alltag. Und zwar, ich weiß nicht, wer von euch schon geflogen ist, bestimmt die meisten. Und was ich beim Fliegen immer wieder interessant finde, auch heute Morgen, ich sitze immer am Fensterplatz, ich mache immer Fotos. Ich kann mich da nicht satt sehen an dem Himmel. Und was ich so schön finde, das ist einfach, aber tief. Und es ist, dass oben das Wetter grundsätzlich besser ist als unten. Ja, also sehr grundsätzlich einfache Betrachtung. Aber egal, wie sehr der Regen unten fällt und wie dunkel es ist und neblig und alles, wenn man eine bestimmte Höhe durchstiegen hat, sieht man die Sonne. Und jetzt im Natürlichen wissen wir das. Wir wissen auch zum Beispiel, wenn jetzt der Schnee nochmal kommt und so, wir wissen, irgendwann ist der Winter vorbei, der Frühling kommt wieder. Wir wissen, Winter hat nicht das letzte Wort. Und wir wissen, die Sonne dankt auch nicht ab, weil es in Frankfurt regnet. Es ist nicht so, dass die Sonne sagt, boah, in Frankfurt regnet es, jetzt höre ich auf. Ich höre auf mit dem Scheinen, es bringt nichts mehr. Sondern wir wissen, ja, bei mir regnet es gerade, aber die größere Wahrheit ist, die Sonne scheint. Und wenn ich gerade nicht sehen kann, dass die Sonne scheint, liegt es nicht an der Sonne, dass die ein Problem hat, sondern es liegt daran, dass ich nicht hoch genug gestiegen bin. Ja? Und das ist ein geistlich tiefes Prinzip. Denn ja, es gibt die Täler der Tränen. Die wird es geben, bis Jesus wiederkommt und alles neu macht. Ich habe diese Antworten auch nicht. Ein guter Freund von mir sitzt in Asien seit 90 Tagen im Gefängnis für seinen Glauben. Er schreibt mir geheime Botschaften aus dem Gefängnis. Es ist sehr nah für mich, dass wir auch im Leiden unseren Weg gehen. Und es erfordert oft sehr viel Mut des Glaubens, diesen Aufstieg zu gehen. Zu sagen, ja, da ist Schmerz, da ist Trauer. Es gibt auch Zeiten der Trauer. Es gibt Zeiten, wo es nicht nur gut geht. Und es ist okay. Aber es ist nicht weise, aus dem Tränental auf das ganze Universum zu schließen. Es ist nicht weise, zu sagen, es regnet im ganzen Universum und die Sonne gibt es nicht mehr. Und diesen Aufstieg des Glaubens nennt man Gebet. Man nennt das Gebet. Nicht dort stehen zu bleiben, auf 150 Meter über dem Meeresspiegel, wo die Wolken hängen, sondern aufzusteigen mit den Augen des Glaubens und seinen Blick richten hierauf. Gott, das, was du gemacht hast, ist schön. Und du bist der glückliche Gott. Weißt du, was mich am meisten freut, und dann ende ich über dieses mit Gott ist glücklich, was mich am meisten freut, wenn Gott glücklich ist, dann muss ich ihn nicht erst glücklich machen. Du auch nicht. Das ist deswegen so bedeutsam, weil viele Menschen, seit sie Kinder sind, schon im Elternhaus, mitbekommen haben, du musst alle zufriedenstellen. Oder du musst die Mami glücklich machen, weil Mami ist traurig. Oder du musst die Welt retten, weil in der Welt ist alles schlimm. Ich habe eine fantastische Nachricht für dich. Der, der dich wollte, hat dich erschaffen, nicht als Lösung eines Problems, ja? Sondern ohne Hintergedanken. Einfach so. Weißt du warum? Weil das Glück und weil die Schönheit genau das tun.
Warum hat Gott die Welt erschaffen? Weil er schön ist und weil er glücklich ist. Ein Künstler malt ein Bild nicht für sich selber, er zeigt es her. Ein Pianist spielt nicht nur für sich selber, er will vorspielen. Jemand, der glücklich ist, wenn du glücklich bist, erzählst du es jemandem. Wenn du ein Enkelkind bekommen hast oder deinen Sohn geheiratet hast oder dir was Gutes passiert ist, du schickst das Foto an jemanden, weil du dein Glück teilen möchtest, ohne Hintergedanken. Da sagt der andere nicht, ja, verlangst du jetzt für dieses Foto? Es ist Geschenk. Das ist deine Lebensgeschichte. Du bist erschaffen von dem glücklichen Gott, von dem schönen Gott, und zwar ohne Hintergedanken. Einfach nur, weil er sein Glück und seine Schönheit teilen will. Und weißt du, wo das fundamental passiert? Es passiert tatsächlich in diesem geheimnisvollen Austausch, den man Gebet nennt. Ihr Lieben, oft würde ich am liebsten überhaupt nicht über Gebet reden, weil Leute so eigenartige Sachen damit verbinden. Wie Gott Sachen vorlesen und ihm Sachen erzählen und irgendwas herbeileisten. Weißt du, was die Mitte und die Essenz von Gebet ist? Gott ist schön und du blickst auf seine Schönheit. Gott ist glücklich und du nimmst teil an seinem Glück. Das Gebet ist der Ort, wo dein Leben heil wird, weil du zurückkommst zu dem Grund, warum es dich überhaupt gibt. Es gibt dich nicht nur, um Probleme zu lösen, sondern es gibt einen Ort, wo du einfach sein darfst, um deiner selbst willen. Gott hat dich nicht erschaffen mit dem Hintergedanken, jetzt mach mich glücklich, rette mal die Welt für mich. Übrigens, wenn er Hilfe brauchen würde, hätte er sowieso nicht sowas wie dich erschaffen. Oder mich. Nein, ich meine, er erschafft irgendwelche Erzengel. Also, dich und mich hat er aus anderen Gründen erschaffen. Jetzt sagst du vielleicht, okay, aber wenn Gott mich gar nicht braucht, das klingt ja fast, als würde er keinen Wert auf mich legen. Aber das Gegenteil ist der Fall. Ja? Ihr Frauen wisst das ja auch, man kauft sich ja auch manchmal was, was man gar nicht braucht. Ne? Ja? Ne? Ja, wir Männer kaufen uns auch Sachen, wir kaufen uns andere Sachen, irgendwie Computer und Baumfelläxte und sowas. Ne? Und ich habe rausgefunden, es ist ja nicht so, dass du dir eine neue Handtasche nur kaufst, wenn die alte Handtasche von Ratten zerfressen wurde. Ne? Sondern manchmal sieht man eine und die ist so schön. Und ich habe rausgefunden, die schönsten Sachen sind die, die man gar nicht braucht. Ja, oder? Es sind so Sachen, die man sich einfach kauft, einfach nur, weil es schön ist. Und sowas Ähnliches bist du auch, so ein kosmisches Luxusprodukt. Ja, im Ernst. Im Ernst, also Gott ist so dabei, das Universum zu erschaffen und mit den Fischen ist er schon fertig und mit den Schnabeltieren. Und jetzt zeichnet er dich. Dann kommt so ein Engel und sagt, verzeiht, Majestät, aber Sie haben schon 7,8 Milliarden, die fast genauso aussehen, nur die Nase ist ein bisschen anders. Braucht es diesen einen überhaupt noch? Und sagt Gott, jetzt hast du mich erwischt. Nein, den braucht es nicht. Aber es ist so schön und ich will sie einfach erschaffen. Und so bist du entstanden, so in etwa. So. Ich habe gesagt, dass Paulus rausruft, mein Evangelium ist erstens das Evangelium, wie Gott ist, und zweitens aber auch, welche Reaktion Gott darauf erwartet. Und ich bitte euch jetzt mal, ein weiteres Kapitel mit 1 aufzuschlagen zum Abschluss. Welches ist Römer, passt ja gut zu Frankfurt, Römer Kapitel 1. Wir springen da nur ein bisschen umher. Paulus schreibt, ich schäme mich des Evangeliums nicht. Es ist die Kraft Gottes, die jeden rettet. Der glaubt zuerst den Juden, aber ebenso den Griechen. Und dann Vers 18 sagt, der Zorn Gottes wird vom Himmel herab offenbart. Also das heißt, Gott wird zeigen, was er auch nicht mag. Gottes Glück und seine Schönheit ist kein Gegensatz zu seiner Gerechtigkeit und seiner Entschiedenheit, dem Bösen entgegenzutreten. Es ist aber interessant, was Paulus jetzt schreibt, denn es kommt gleich diese berühmte Aufzählung,
von all den Dingen, die nicht gut laufen in der Welt. Ja, Paulus zählt auch Ehebruch und Streit und kaputte Beziehungen und Kriege und Ungehorsam. Und die Frage ist, Paulus, was sagst du, ist das Wurzelproblem von all dem? Wenn du Leute auf der Straße fragen würdest, was ist das Grundproblem der Menschen? Was würden sie sagen? Vielleicht der Egoismus oder die Reichen oder die Regierung, keine Ahnung. Ich lese euch vor, was Paulus sagt, was das Grundproblem ist. Römer 1, Vers 20. Seit Erschaffung der Welt wird seine unsichtbare Wirklichkeit, also Gottes Wirklichkeit, an den Werken der Schöpfung wahrgenommen. Das heißt, Paulus sagt, wenn du die Schöpfung anschaust, kannst du auf die Idee kommen, es muss Gott geben. Jetzt Vers 21. Sie haben Gott erkannt, ihn aber nicht als Gott geehrt und ihm nicht gedankt. Sie verfielen in ihrem Denken der Nichtigkeit und ihr unverständiges Herz wurde verfinstert. Nun lasst mich das kurz mal in ein Bild übersetzen. Paulus sagt, es gibt diese eine massive, große Realität. Und diese Realität ist Gott. Das ist wie ein absolut riesengroßer Megaplanet oder eine Megasonne. Alles ist von ihm erschaffen. Tatsächlich kannst du sagen, jedes Sauerstoffmolekül, das du je eingeatmet hast, wurde von keinem Menschen erschaffen. Ja, also alles, was du siehst, wurde im Letzten nicht von Menschen gemacht. Kein Molekül des Universums wurde von einem Menschen produziert. Wir können gar keine produzieren. Und Paulus sagt, jeder hätte die Chance, das einzusehen. Das ist die Welt, das ist die Erde. Hier, Italien, Madagaskar, Amerika, so stark vereinfacht dargestellt. Und Paulus sagt, es gibt diese unglaubliche Realität, Gott ist. Und Paulus sagt, es ist was total Unvorstellbares passiert, nämlich das Geschöpf hat vergessen, dass es Geschöpf ist. Das Geschöpf fing an, um sich selber zu drehen und zu sagen, buh, keine Ahnung, ob es da irgendwas gibt. Weißt du, wir sind echt lustig. Wir bestehen nur aus Materie, die kein Mensch herstellen kann. Atmen nur Luft, die kein Mensch herstellen kann und verwenden die Luft, die wir einatmen, um beim Ausatmen zu sagen, bin mir nicht sicher, ob es einen Gott gibt. Also darauf musst du erstmal kommen. Und Paulus sagt, als Resultat von dem wurde der Sinn der Menschen verfinstert. Ich male mal eine Verfinsterung hin, das ist so ein Nebel. Aber es ist ganz wichtig, dass ihr versteht, das ist die Ursache, das ist die Wirkung von diesem Problem, das Paulus nennt. Sie haben Gott erkannt, ihn aber nicht als Gott geehrt und ihm nicht gedankt. Wenn du als Mensch Kontakt verlierst mit der Realität, dass dir alles geschenkt ist und dass sich alles, alle Realität um Gott dreht, wenn du Kontakt zu dieser Realität verlierst, wird dein Denken komisch. Und es ist das, was in unserer Welt passiert, dass wir keine Maßstäbe mehr haben, dass wir das Gespür verlieren für die Wertigkeit des Lebens, für den Sinn, für die Schönheit und für das Glück. Und Paulus sagt, das ist das Grundproblem. Jetzt, warum erzähle ich euch das? Ich erzähle es euch deswegen, weil wir, auch wenn du an eine Stadt denkst wie Frankfurt, an Europa und so weiter, wir leben schon so lange unter dieser Blase, dass wir meinen, sie sei normal. Okay? Rein menschheitsgeschichtlich oder rein auf die Welt betrachtet, leben wir in einer ganz, ganz komischen Zeit und in einer ganz, ganz komischen Kultur, nämlich eine, die so tut, als gäbe es die geistliche Welt gar nicht. Das ist ein bisschen Ballaballa. Wenn du auf andere Erdenteile gehst, ich war in den letzten Jahren in Indien, eben zweimal auf Mission, und in Indien ist es auf schockierende Weise normal, mit dem Übernatürlichen zu rechnen. Ich muss euch eine Story erzählen, oder zwei Stories, die sind fast zu
zu krass, dass wir sie glauben können, aber es ist so. Erste Geschichte. Ich war unterwegs in einem Stadtteil, wo die Polizei ein christliches Waisenhaus beschlagnahmt hatte. Und die ganzen christlichen Missionare konnten da nicht hingehen, weil es war ein bisschen gefährlich. Aber ich habe mir gedacht, mich kennt da ja keiner, ich kann mal hingehen und Fotos machen. Und so habe ich mich, ich meine, in der Stadt gab es Touristen, ich sah auch ganz normal aus, also Undercover-Christ, ohne Kreuz oder sowas. Und ich gehe so durch die Straßen und kurz bevor ich abbiege, direkt dorthin zu kommen, will ich mich noch versichern und sage zu einem der Missionare, gell, das ist ja eh gefahrlos für mich, weil keiner weiß, dass ich Christ bin, keiner weiß, dass ich Missionar bin. Dann dreht sich zu mir und sagt, jeder in der Straße hier weiß, dass du Missionar bist. Sag ich, wie meinst du das? Und dann sagen sie, das merken die an deiner Aura. Dann sage ich, ich bin mir gar nicht sicher, ob ich an eine Aura überhaupt glaube. Hat sie gesagt, ist egal, ob du daran glaubst, die Leute spüren, dass mit dir was anders ist. Ein paar Tage später waren wir in einem kleinen Dorf im Busch oder halt am Ende der Welt. Wir sind in einer kleinen, in einer christlichen Familie und beten. Auf einmal kommt die hinduistische Nachbarin, eine ältere Dame, und bringt ihr Baby und nimmt meine Hand und legt meine Hand auf das Baby. Und ich frage so, was ist los, was passiert? Dann sagen die, immer wenn Christen ins Dorf kommen, merken die das und dann bringen die Leute ihre Kranken, weil die davon ausgehen, dass sie dann geheilt werden. Also übrigens, ich fand das sehr gut so, ich finde das eine gute Situation, aber die Leute dort gehen davon aus, warte mal, du bist anders, ich spüre das und die spüren es tatsächlich. Wir im Westen sind wie betäubt für die geistliche Realität und deswegen, ihr Lieben, wir als Christen sind oft genug genauso eingelullt in diesen Dampf von, es geht nur um das, was du sehen kannst. Ihr Lieben, ich habe zwei Aussagen über das Gebet heute. Die erste ist die Quelle und Urgrund und letzte Mitte und Sinn von Gebet ist, zurückkommen zu diesem Gott, der glückliche Gott ist, der schöne Gott ist. Das ist ein Ort, der warm und beheimatend und schön ist. Und gleichzeitig, wenn du an diesen Ort kommst, passiert was, was überhaupt nicht harmlos ist, sondern du durchbrichst diesen Nebel und etwas von dieser massiven Realität kann hereinbrechen in diese unsere. Das ist die bisschen kämpferische Dimension des Gebetes, die nicht so harmlose und die brauchen wir. Ich werde heute Nachmittag mehr dazu sagen, ich komme deswegen jetzt zum Ende, aber wir als Christen brauchen dringend das erste Gebot zurück an erster Stelle. Was ist das erste Gebot? Jesus wurde gefragt, was ist das erste und größte Gebot? Und er hat gesagt, du sollst den Herrn, deinen Gott lieben, von ganzem Herzen, ganzer Seele, all deiner Kraft. Ihr Lieben, das ist Mittelpunkt des Evangeliums, dass alles im menschlichen Leben an dieser Beziehung hängt. Und diese Beziehung zu Gott wird in deinem Leben entweder abnehmen oder tiefer werden. Es bleibt nicht statisch. Du kannst 20 Jahre in Gemeinden sitzen und Kaffee kochen und aktiv sein und Hauskreise machen und Ausflüge organisieren und dein Herz wird aber kälter und gelangweilter von Gott. Und es ist ein trauriger Ort, denn du bist gemacht für Faszination und Glück. Es ist aber nicht nur ein trauriger Ort, es ist auch ein fruchtloser Ort. Der einzig fruchtbare Ort ist der. Erstes Gebot an erster Stelle. Vieles von dem, was wir an Fruchtlosigkeit in der Kirche im Westen sehen, wo wir rödeln und machen und tun und wenig Frucht sehen, ist einfach der Tatsache geschuldet, dass wir die geistliche Welt nicht ernst nehmen. Ich mache einfach ein Beispiel. Wenn du heute Morgen, wenn du Leute in deinen Gottesdienst einladen möchtest und du möchtest, dass die Stühle haben, auf denen sie sitzen können, was musst du tun? Du musst vorher die Stühle stellen. Logisch? Wenn du willst, dass sie Licht haben, du musst vorher das Licht einschalten. Frage, was musst du tun, wenn du willst, dass Menschen im Herzen berührt werden und sich bekehren? Wenn du willst, dass Menschen sich berühren lassen und sich bekehren, reicht es nicht, dass du den Kaffee kochst und die Stühle stellst.
aber ich erlebe es wieder und wieder. Wir organisieren und rödeln und planen und machen und 30 Sekunden vor Beginn sagen wir den berühmten Satz, jetzt beten wir noch schnell. Kennt ihr diesen Satz? Und ich sage das nicht mit einem harten Herzen, ich bin da selber genauso gefährdet. Aber ihr Lieben, du erntest das, was du säst. Und wenn du im Geistlichen säst, indem du das erste Gebot zur Stelle stellst, indem du Gott zu erkennen, ihn zu ehren, ihn zu danken, zur ersten Priorität deines Lebens machst und deiner Gemeinde machst, dann wirst du was ernten von diesem roten V, ja? Von diesem Hereinbrechen von etwas Übernatürlichen und von etwas Größerem. Du bist berufen, zu leben aus einer persönlichen Kenntnis dieses freudigen und dieses glücklichen Gottes. Wie du betest, ist fast egal. Wo du betest, ich sag nur, mach's konkret. Du kannst in der Gemeinde, ihr könnt es charismatisch machen oder nicht charismatisch, laut oder leise, ihr könnt Flaggen wedeln und Regenmacher umherschütten und auf Trommeln trommeln oder Psalmen vorlesen. Die Formen sind sekundär, aber mach's zu einer Priorität. Lass dich nicht fangen in diesen Wirbelwind dieser Zeit. Du wirst eines Tages vor diesem Gott stehen und es ist gar nicht mehr so lange hin. Ich hatte jetzt gerade Geburtstag, das ist mein letzter 30er Geburtstag. Und ich, nächstes Jahr werde ich 40. So. Die Jahre fliegen ja dahin. Je älter man wird, desto schneller fliegt es dahin. Dieses Leben ist ein Rauch. Es ist heute da und morgen vorbei. Und du bist erschaffen von diesem Gott, der ewig glückliche Gott ist und der ewig schöne Gott. Lass uns doch aufstehen und einfach jetzt, auch während die Band sich schon bereit macht, einen kurzen inneren Akt vollziehen. Innerer Akt vollziehen, das heißt, du kannst deine Aufmerksamkeit lenken. Du kannst deine Aufmerksamkeit jetzt auf deinen Hunger lenken, dass du denkst, boah, wann gibt es Mittagessen? Du kannst ihn lenken auf die Befindlichkeit von deiner Frau neben dir. Oh, hat die jetzt noch ihre Kopfschmerzen? Und das kann alles gut sein, aber du kannst deine Aufmerksamkeit auch lenken auf Gott. Und das hat viel mit Gebet zu tun. Und vielleicht schließen wir dazu kurz die Augen, dann sind wir weniger abgelenkt. Und genau, ihr könnt schon anfangen, ein bisschen zu spielen, wenn ihr wollt. Herr, und aus allem Beschäftigtsein, aus allem Kreisen um uns selbst, aus allen Gefühlen und Gedanken, die jetzt irgendwo rumschwirren, aus all dem wenden wir uns jetzt dir zu. Vielleicht merkst du, dass du gar nicht genau weißt, wie Gott ist. Oder du merkst, du bist gelangweilt von ihm. Du hast gar nicht so eine tiefe persönliche Beziehung. Das ist nicht so schlimm, wenn du das heute anerkennst. Heute genügt es, wenn du diese zwei Sachen aus dem Evangelium glaubst. Nämlich, dass Gott glücklich ist, er lächelt und dass er schön ist. Er ist nicht langweilig. Trau dich mal kurz eine Minute vor ihm still zu sein und dieses Lächeln auf deinem Leben, dieses Strahlen, das von ihm ausgeht, mal zu genießen und auf dir ruhen zu lassen.